Eine wunderfröhlichen Patrick hier. Heute ist wieder Samstag und Samstag ist der Videotag. Und heute nehmen wir uns mal dem Thema vor, Streetfotografie. Viel Spaß dabei. Definition, was ist eine Streetfotografie? Ja, das ist ganz schnell abgehandelt. Ja, Straße ist aufgenommen, fertig, gehen wir, Feierabend. Nee, Spaß beiseite. Streetfotografie ist natürlich im Endeffekt, kann man sagen, alles, was auf der Straße passiert. Sei es jetzt hier so in der Fußgängerzone oder auf der Straße, wie gesagt, in Cafés, in teilweise in Geschäften etc. pp. Eigentlich kann man sagen, so das alltägliche Leben, das ist eigentlich die Streetfotografie. Zu den Einstellungen, die sind bei mir ganz kurz und knapp, wie gesagt, auf Schwarz-Weiß eingestellt. Und ich habe im AV-Modus, das heißt, ich habe eine Blendenvorwahl. Jetzt habe ich gerade bei dem schönen Tag eine Blende von 8 bis 9. Und die Verschlussautomatik macht mir das ja dann gleich automatisch. Bei der Streetfotografie gibt es ein paar Sachen zu beachten. Erstens, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, so nach meinen Recherchen auch her. Man nimmt immer eine Festbrennweite. Ich habe jetzt zum Beispiel einen 50er drauf von Canon. Das gibt einen schönen Bouquet. Dann der zweite Punkt ist, fotografiert in erster Linie in Schwarz-Weiß. Ja, mein, kommt mir ja gerade entgegen, weil ich ja gerade eh viel in Schwarz-Weiß fotografiere. Gefällt mir sehr gut. Und eben der rechtliche Punkt ist einfach folgender. Wir haben halt nochmal das Problem mit Urheberrecht, wisst ihr selber. Dann das Recht am eigenen Bild etc. pp. Wenn man also ein Foto macht von einer Person und die eindeutig zu erkennen ist, dann wird es dann halt ziemlich schwierig, weil man kann einen verklagen. Natürlich kann man mit einem Vertrag irgendwas regeln, dass dieses dann rechtlich abgesichert ist. Darum würde ich eher vorschlagen, wenn ihr Personen fotografiert, entweder nur von hinten oder wenn es jetzt, sagen wir mal, eine Fußgängerzone ist oder so, dann nur ab Hüfthöhe oder so, dass man halt niemanden erkennt, vielleicht auch mal im Gegenlicht. Ja, grundsätzlich kann man sagen, es darf niemand erkannt werden. Ich habe es jetzt bis jetzt noch nie gehabt, dass ich jetzt da irgendwelche Probleme hatte, wenn ich jemanden fotografiert habe und das auf Facebook hochgeladen habe. Natürlich kann man auch sagen, es geht immer darum, es muss, kann man sagen, um ein Urheberrecht oder eben um eine Straftat zu begehen, muss dieses veröffentlicht werden. Und ich hatte bis jetzt noch nie das Problem, dass mich irgendeiner angeschrieben hat, hey, das ist mein Foto, das hast du nicht zu veröffentlichen, das darfst du nicht machen. Also das Problem hatte ich bis jetzt noch nie. Was auch interessant ist, das kann man zum Beispiel auch mal innerhalb, wie ich vorhin gesagt habe, in Cafés oder so jemanden fotografieren oder eben auch in Läden, wie hier zum Beispiel beim Bahnhof oder wie man hier auf dem Foto sieht, bei meinem Döner-Dealer. Ja, kann man auch ein schönes Foto machen. Gut, bei dem Döner-Dealer ist der Vorteil gewesen, der hat mir erlaubt zu fotografieren. Hab's ihm danach gezeigt. Also es ist auch von der Seite her kein Problem, einfach mal ein Foto von jemandem zu machen. Und sobald man entdeckt wird, sage ich jetzt mal, einfach sagen, ja schau mal, ich habe hier das Foto gemacht, ein bisschen was erklären, was man macht, wie und was. Und dann sagen eigentlich die meisten sowieso schon, ja, ist in Ordnung, kommt, ist wurscht. We'll be right back.
wie man jetzt gerade in dem Foto sehen kann, ist es auch immer wieder ganz schön, wenn man Leute fotografiert, die selber fotografieren. Ja, das ist dann schon ein bisschen sehr surreal, aber es hat auch was. So, wie man jetzt auch an dem Foto sehen kann, auch so kleine Details jetzt gerade von dem Volvo oder so, kann man auch noch nebenbei mit reinnehmen. Ja, ansonsten war es so meine kleine Exkursion zum Thema Streetfotografie. Nächste Woche kommt ein neues Video zum Thema Streetfotografie in der Nacht. Heute ist wieder etwas spezieller, weil da gibt es andere Einstellungen, andere Sachen, auf die man achten muss. Aber dazu, wie gesagt, nächste Woche weiter. Ja, ansonsten gibt es nichts anderes zu sagen, außer schaut auf meine Facebook-Seite, liked meinen Kanal, Daumen nach oben, Glocke betätigen, das Übliche. Gut Licht und bis zum nächsten Mal. Ciao.